Feindaufklärung kann hierbei sowohl vom Gepäckfahrzeug als auch abgesetzt erfolgen. Dies insbesondere dann, wenn es dem Fahrzeug nicht möglich ist, eine geeignete Stellung zu beziehen. Besonders im urbanen Gelände arbeitet der Artilleriebeobachter vorwiegend abgesetzt. Hierbei muss sämtliche benötigte Beobachterausrüstung mitgeführt werden. In den aktuellen Einsätzen der Bundeswehr, insbesondere in Afghanistan, nimmt die Artillerietruppe eine zunehmend wichtiger werdende Rolle bei der Bereitstellung von Unterstützungsfeuer ein. Dabei besteht das Artilleriebeobachterteam aus zwei Fahrzeugen, deren die eine Besatzung für das Abrufen des boots- und seegebundenen Feuers verantwortlich ist, ist die zweite Besatzung dazu befähigt, Luftfahrzeugen wie Hubschraubern oder Strahlflugzeugen Ziele am Boot zuzuweisen. Nach Beziehen ihrer Stellung stellt die Besatzung Beobachtungsbereitschaft her und führt mit Hilfe optronischer Beobachtungsmittel die Feindaufklärung durch, ermittelt die Koordinaten des Ziels und sendet diese per Datenpunkt oder als Sprachmeldung an die Führung. Um die eigene Aufklärung zu vermeiden, wechselt der Artilleriebeobachter möglichst häufig seine Stellung und verschiebt sich im Gelände. Wie sich ein derartiger Vorgang darstellen kann, können Sie nun mitverfolgen, indem wir Ihnen einen Ausschnitt einer Sprachmeldung vorstellen. 9, 7,
Zielmeldung durch den Feuerleiter ist dringend notwendig, um Kollateralschäden und Friendly Fire zu vermeiden. Im jetzt folgenden Bild möchten wir Ihnen die parallel dazu stattfindende Führung des Feuerkampfes in der Feuerstellung demonstrieren. Die durch den Artilleriebeobachter gewonnenen Daten werden an die Operationszentrale gemeldet, durch weitere Ziel- und Lagemeldungen ergänzt und münden anschließend in eine Entscheidung, ob, wann und wo der Feuerkampf mit den Haubitzen des Geschützzuges geführt wird. Ist diese Entscheidung getroffen, wird die jeweilige Feuerstelle mit den notwendigen Informationen versorgt und so der Auftrag, mit Artilleriefeuer zu wirken, erteilt. Daraufhin bezieht der Geschützzug seine Feuerstellung und beginnt den Feuerkampf zu führen. Durch gegnerische Kräfte möglichst gering zu halten,
wechselt der Zug nach Möglichkeit nach jedem durchgeführten Feuerkommando seinen Standort. Im Afghanistan-Einsatz wirkt die Panzerwaffe 2000 derzeit in der Regel auf einer Stellung, da nicht mit feindlichem Artilleriefeuer zu rechnen ist.